Einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Heute ist Montag und wir sind wieder mit unserem DX4, unserem 4 Tage Leber-Körperreinigungsprogramm gestartet. Also wir schicken unseren Körper wieder auf eine 4-tägige Wellnesskur. Ich freue mich mega mäßig. Und ich habe mir schon den Weekly Vlog angeguckt heute Morgen und muss sagen, wir haben doch einiges an Material zusammenbekommen. Ich hatte irgendwie so gedacht, oh nee, es ist glaube ich nicht so viel geworden. Aber doch, der ist ganz gut geworden. Ich bin zufrieden. Also an alle, die fasten, wünsche ich ein gesegnetes Ramadan und freue mich persönlich, weil ich es mag, wenn die ganzen Leute dann wieder bei YouTube Ramadan Daily drehen. Also ich mag das mega gerne. Ich bin so ein Fan von so den täglichen Dingen. Also ich mag auch Vlogmas total gerne. Deswegen hatten wir ja bei Vlogmas mitgemacht und freue mich jetzt bei den ganzen Muslimen quasi Ramadan Daily zu sehen, die das natürlich machen. Also bitte macht alle Ramadan Daily, finde ich total gut. Ja, ich drehe mal die Kamera um. Das seht ihr schon. Ich hatte hier für Instagram abgefilmt ein Reel. Ja. Genau, also hier ist unsere 4 Tage Wellnesskur, wie ich es immer so gerne nenne. Ja, habt ihr ja schon öfter auch bei uns auf dem Kanal gesehen. Also ihr seht hier, was alles enthalten ist. Hier so die Daily Supplements drin. Also hier veganer Vanilleshake, Aloe Gel. Dann ist hier so eine Sammelkugel mit drin. Wenn ihr das alles genauer wissen wollt, guckt mal auf meinem Instagram-Profil vorbei. Da könnt ihr das genauer sehen. Und ja, was steht heute so auf dem Plan? Also wie gesagt, erster Tag DX4. Und dann ziemlich viel organisatorisch. Ich habe echt viel zu tun. Ostern steht vor der Tür. Falls ihr noch ein Ostergeschenk braucht, meldet euch gerne. Vielleicht habe ich noch ein paar Sachen übrig, die schön verpackt sind. Dann steht auf jeden Fall auf dem Plan Strukturieren des restlichen Monats. Ich muss jetzt langsam auch mit meinen Ostergeschenken anfangen. Also ich habe schon einiges gekauft. Und was heißt gekauft? Also natürlich gibt es immer Gesundheit bei mir. Also es wird immer, oder bei uns, ja, es wird immer natürlich was von Forever verschenkt. Aber ich habe für jeden noch ein Osterhäschen mit dazu geholt. Das muss ich verpacken und gucken, ob ich halt für wen ich jetzt was möchte. Und also wer was bekommt und das Ganze schon mal verpacken, dann habe ich aber noch einige Calls zu machen, definitiv. Also einige ist gut gesagt, es sind über 50, glaube ich, die noch ausstehen. Ja, dann würde ich gerne demnächst eine Klausur schreiben. Das heißt, ich würde heute gerne mit der Klausurvorbereitung anfangen. Das heißt, man muss das so, wie soll ich sagen, es ist ja ein Online-Studium und da muss man wie so einen Online-Test machen und den bestehen. Dann kann man sich für die Klausur anmelden. Das würde ich gerne machen und ja, schauen wir einfach mal, wie weit wir die Woche kommen und was die Woche so bringt. Und jetzt gebe ich mal Gas, weil es ist schon wieder nach 8. Also, let's go. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier im Vlog sind, was schon gevloggt wurde. Aber nochmal von mir, herzlich willkommen in die neue Woche. Herzlich willkommen zum neuen Weekly Vlog Nummer 7. Sedan. Wir kommen gerade aus dem Podcast. Wir haben ein bisschen was über eine Stunde über das leidige Thema, aber auch Liebesthema Mindset geschwätzt. Die Folge bearbeite ich heute noch. Die kommt heute auch noch online auf Spotify, YouTube und. Aber jetzt, da wir uns im DX4 befinden, Shake Time, The Plant Protein, veganes Eiweiß, schön in den Ranzen rein. Draußen ist wunderbares Wetter mittlerweile. Ich hoffe, es hält sich so, weil letzte Nacht hat es ganz schön lange geregnet hier. Eigentlich wollte ich in den Garten. Alles endlich trimmen. Habe ich auch schon im Weekly Vlog geschrieben, gesagt, letzte Woche. Aber wenn sich das Wetter so hält, über die Nacht auch, und morgen auch noch so sonnig ist, bin ich safe im Garden. Aber jetzt erstmal safe ein Shake rein. 2 Stück trinken wir heute. Jetzt kommt der erste ins System. Ansonsten war es eine starke Folge vom Podcast, wie ich doch der Meinung bin. Waren wir hier auch, ich sag mal so, Top 5, 6, 7, ja, 7 Tipps waren es dann am Ende. Für ein gesundes, positives Mindset zum Besten geben konnten. Ansonsten, ja, muss ich jetzt noch ein Paket wegschicken. Es geht zum Großvater, Geschäftspräsentation. Also, es ist alles sehr repetitiv, es wiederholt sich alles. Täglich grüßt das Murmeltier, auch wöchentlich halt eben. Montags und Dienstags haben wir unsere festen Tage, was die Webinare angeht. Natürlich auch untertägig, unterwöchig. Gibt es das überhaupt? Aber wie dem auch sei. Shake it. Natürlich alles hier vegan zubereitet. Zack, Nummer 1, Jenny, Nummer ich, Nummer 2. Und let's go, Plant Protein. Hier haben wir noch einen offenen, der wird natürlich verwertet. Ich mache jetzt hier einfach mal so ein Shake-Tutorial. Gegen Klümpchenbildung, egal wie toll die Shaker auch immer sind, mit dem Netz und was weiß ich, diese Spider-Bot, die es da mal gab oder immer noch gibt.
Und dann habe ich mir erst die Flüssigkeit rein. Ja, damit sich unten am Boden nichts ansetzt, festsetzt. Ganz klar ein Scoop. Das ist schon die ganze Magie. Hier, Verschluss schließen, Verschluss. Ja, du weißt, was ich meine. Alles zudrehen, ganz klar. Und dann hoffentlich habe ich richtig zugemacht. Yes. So, und das war's. Liken, kommentieren, abonnieren. Folgt mir für mehr Kitchen- und Lifestyle-Tricks und Lifehacks. Bitteschön. Und natürlich darf im Tagesablauf, in der Tagesroutine hier, das Multi-Fizz, das Multi-Fizz nicht fehlen. Ja, einmal zack hier rein, eine Brausetablette. Da warten wir hier noch auf das Hydrogen Water, bis es sich hydrogenisiert hat. Und dann nochmal noch, zack. Das hat ein bisschen was von der Lavalampe, wenn man sieht, wie das so aufsteigt. Hier, Tash. Das war's. Jetzt müssen wir noch warten, bis sich das auflöst. So. Ja, dauert einen kurzen Augenblick. Und bitteschön, lecker Melon Multi Fizz. Hier im DX4. Jetzt gibt's das Lemon Blast. Hier wieder zu sehen. Hier Cayennepfeffer, Kurkuma, Ingwer und so weiter und so fort, um den Stoffwechsel nochmal anzukurbeln. Und halt eben ja, die Thermogenese auch so ein bisschen ein Stück weit anzukurbeln. Genau, hier schön Wasser. Nicht viel, ja, du kannst dann doch, kannst es theoretisch auch einen halben Liter Wasser trinken, kannst es warm trinken. Ich trinke es immer gern kalt. Geht schneller runter. Ansonsten, wenn es warm ist, schmeckt so, ja, wie so ein Zitronentee. Ne? Hier Lemon Blast, das ist Programm. So, die Geschäftspräsentation ist gelaufen. Jetzt warten wir hier im Team-Meeting, bis alle da sind. Ein paar haben es schon reingeschafft. Ja, ansonsten, was bleibt noch zu sagen, Frau? Jo. Einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Ja, also irgendwie habe ich, glaube ich, ein paar Tage gar nicht gebloggt. Zu meiner Schande muss ich es gestehen, eben sah ich die Kamera da liegen und habe gedacht, okay, jetzt musst du echt mal wieder vloggen. Also wir sind heute schon an DX vor Tag 4. Also ich habe ja am Montag berichtet, dass wir wieder unsere viertägige Wellnessreise für den Körper machen. Also quasi eine Körper-Leberreinigung. Und heute ist schon der vierte Tag und ich muss sagen, mir geht's richtig gut. Also wir waren wieder hochproduktiv die letzten Tage, wirklich von morgens bis nachts oben am Rechner gesessen und gehasselt und gelernt, gearbeitet, alles Mögliche, alles was so, ja, also eigentlich hat der Tag nicht genug Stunden, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, also Tag 3 und 4 sind besonders, weil da gibt es schon einen Salat zu essen mittags. Gestern hatte ich einen Rohkost-Zucchini-Kohlrabi-Salat. Leider habe ich euch das auch nicht mitgenommen, weil, keine Ahnung, der Hunger war dann zu groß, dass man da einfach angefangen hat, das Essen zu machen. Abends gab es dann noch einen Apfel mit Mandeln. Den gibt es übrigens schon ab Tag 3. Also im Prinzip ist es so, den ersten Tag isst man nichts, aber man darf zwei Shakes zu sich nehmen und man hat so viel Supplements, man hat wirklich keinen Hunger. Am zweiten Tag kommt zusätzlich noch ein Snack dazu, also wir nehmen immer einen Apfel und Mandeln, aber das kann auch eine Banane und Mandeln sein, Birne und Mandeln, Chia-Pudding, Hummus mit Gemüsesticks, also gibt es eine große Variation. Und an Tag 3 und 4 darf man eben einen Salat zu sich nehmen mittags und also so viel wie man will auch, so viel wie man schafft und dann eben auch wieder einen Snack. Ja, also wie gesagt, ist jetzt fast geschafft. Was ändert sich? Also man hat so ein richtig gutes Körpergefühl. Man fühlt sich einfach nicht gebläht. Man fühlt sich rundum wohl. Man fühlt sich leichter. Man fühlt sich freier. Man fühlt sich weniger müde, weil man einfach, der Körper ist einfach nicht 24 Stunden mit Verdauen beschäftigt und somit hat man auch einfach mehr Energie, was zu machen. Und ja, ich schlafe auch immer super gut, wenn ich mich einfach in dem Programm befinde. Also wirklich Schlaf, ohne dass ich irgendwie dauernd wach werde oder keine Ahnung, manchmal habe ich mit Sodbrennen zu tun, das habe ich dann nicht. Also wirklich, ich fühle mich da gut und kann wirklich durchschlafen und werde dann eben nach meinen 6 Stunden, die ich brauche, wach und bin topfit. Habe auch nicht das Gefühl, dass ich mich mittags nochmal hinlegen muss. Und ja, positiver Nebeneffekt in den 3 Tagen, jetzt sind es schon 2,7 Kilo weniger auf der Waage.
Das ist natürlich nur der positive Nebeneffekt, ist natürlich überwiegend Wasser und Dreck, aber 2,7 Kilo sind 2,7 Kilo und das in 3 Tagen kann sich sehen lassen. Genau, ich mache jetzt hier mal weiter mit meinem Frühstück, dann geht's mit dem Harrison raus und dann geht's weiter mit Arbeiten. So, hier mal eine kleine Auswahl an den Osterpräsenten, die ich fertig gemacht habe. Genau, also alle sind es noch nicht, wie gesagt. Die nächste Bestellung ist unterwegs, dass ich dann wieder alles schön verpacken kann. Aber ihr seht hier, Zahncreme immer sehr beliebt, das First Spray, Shampoo und Spülung sehr beliebt bei den Leuten. Und natürlich vor allem die kleinen Lips für 5 Euro das Päckchen, auch immer sehr beliebt. Genau, die habe ich so ein Geschenkset fertig gemacht, das sieht dann verpackt so aus. Und hier sind auch noch ein paar Sachen, die fertig gemacht werden müssen. Und wie gesagt, ein paar Sachen sind noch unterwegs. Und dann habe ich natürlich auch noch Dinge, die ich privat verschenke. Und da gibt es dann so einen Haseli dazu. Genau. The man ist wieder am Worken. Was machst du da? YouTube managen. Immer noch den Podcast. Immer uff. Aber ich habe gerade eben entdeckt, eigentlich nicht entdeckt, sondern erstmal jetzt gerade eben genutzt, über Premiere, über das Schnittprogramm kann ich auch direkt auf YouTube hochladen. Das versuche ich jetzt gerade eben mal. Also wir arbeiten übrigens so, falls einer immer wundert, warum wir Kopfhörer manchmal. Und wenn sich jemand jetzt über das Kabelmanagement beschweren will, der kann gerne kommen, das Kabelmanagement übernehmen. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich kann hier ganz viele Kabeltunnel verlegen, ich kann hier durch den Tisch nochmal bohren. Mach doch mal einen Hammer, der bist bestimmt. Nee, das ist einfach zu viel Peripherie, was hier angeschlossen ist. Ja, also, weiter geht's. Ja. Work. Und an der Stelle, bevor ich jetzt hier noch was einblende, dann liken, kommentieren, abonnieren, die Glocke aktivieren, teilt das Ganze, nicht so geizig, einfach mal den Daumen rausschallern, mal ein Abo dalassen, weil gerade eben die Statistik sagen, eben habe ich es gesehen, mal Übersicht, Zielgruppe, mal Inhalte, mittlerweile, weil wir ja ein paar andere Videos gebracht hatten, 86,8% ohne Abo. Könnt einfach mal rein. 86% ohne Abo, das ist traurig, aber was soll's. Aber man sieht halt eben auch die wiederkehrenden Zuschauer. Es sind auch mal die Leute, die kommt ja immer wieder zurück. Deswegen kann man auch ein Abo da lassen. Ganz einfach gesprochen. Und hier ist Little Harrison. He's tired. Ich war mit dem gerade noch mal draußen. Und weiter geht's. So, heute ein kleines Projekt. Ich habe hier, weil ich Allergiker bin, über die ganzen Matratzen, so Encasings. Die kommen heute alle runter. Dann wird das hier alles abgeklopft mit dem Kollege hier. Das ist so eine Klopfplatte und Staubsauger in einem. Ne? Das macht dann so und macht den Staub raus, Milben, Kot, wie auch immer. Falls überhaupt noch welche drin ist, durch die Encasings eher nicht. Genau, das kommt jetzt alles in die Waschmaschine. Dann wird es abgeklopft, unten drunter, überall, wird wieder alles safe gemacht und ja, let's go. So, die Encasings sind runter, schon in der Wäsche. Jetzt mache ich erstmal alle Matratzen runter vom Gestell und mache mal hier ja, das Lattenrost und alles drunter mache ich dann auch mal ein bisschen wieder schick. Ja, so, unten drunter ist alles gemacht und jetzt kommt hier diese Rüttelplatte. Yes, und hier habe ich das neue Encasing für die Matratze hier mit dem Reißverschluss. Ist alles ein bisschen friemelig. Man muss es halt eben komplett einpacken, zumachen.
Aber ja, let's go. Aber es hilft auf jeden Fall. Es wirkt. Ich habe seitdem keine Probleme mehr hier zu Hause mit dem Hausstaub. Klar, natürlich haben wir hier die Klopfplatte, die Rüttelplatte, die hier noch hilft und ihr Übriges tut. Aber so wunderbar. Ja, also so ungefähr kann man sich das vorstellen. Ich habe jetzt hier oben angefangen, hier runtergezogen, hier rüber gestülpt. Und genau, dann drehe ich das Ganze, dann kann ich es zuziehen. Guten Morgen in the morning, people. Ich glaube, wir haben es schon wieder verpasst dieses Jahr. Die Mandelblüten blühen oder haben geblüht oder viele fallen schon wieder ab. Hatten uns fest vorgenommen, wir fahren nach Bockenheim, das ist hier um die Ecke. Wir haben so eine schöne Allee, wo ganz viele Mandelblüten drapiert wurden. Naja, so wie es aussieht, haben wir es wieder verpasst. Egal. So, jetzt erstmal Stani Morningrunde hier mit dem Kollege drinnen. Das ist wieder ganz. Ganz excited heute früh. Also sollst du einkaufen, Ordnung machen. Ich schaffe, schaffe, Häusle baue. So, also ich weiß nicht, wann das was mit dem Garten wird. Heute regnet es wieder aus allen Kübeln. Es kotzt mich nur noch an. Ich will das endlich erledigt haben. Vor allem, weil auch im Vorgarten alles sprießt und wächst. Und nicht nur, es ist ja nicht nur das Mähen, das ist ja auch die Kanten ausputzen. Oder den Lavendel komplett, wir machen den Lavendel komplett weg oder wir lassen den, müssen den nochmal zuschneiden. Lauter so kleine Dreckecken, die mega viel Arbeit machen, aber es hört nicht auf zu regnen. So, jetzt sind wir hier wieder in Lauden. Die Joy ist auch dabei. Jetzt ganz klar. Und es geht ins Café Moma. Komm, let's go. So, wir sind jetzt hier in Kaiserslautern. Kommen die Joe und der Doma, treffen uns im Café Moma mit den Köys. Lange nicht mehr gesehen, durch die viele Lernerei und Arbeiterei, da ist es schon das Café Moma. Ja. Hier mit den roten Stühlen und irgendwie ist hier anscheinend auch Märzmarkt oder so. Interessant. Zu viel, wirklich, mal hohe. Hohe Köy ist auch was, schon so lange nicht vor der Kamera. Wie ist das ergangen seitdem? Super. Was hast du gemacht? Nichts geschaffen. Smart, gut eingekauft. Ja. Ey, jetzt war noch so verkauft, aber ne? So, Mrs. Curry ist jetzt auch wieder auf dem Channel. Ich bin rausgegangen auch für mich. Ich habe mich überall rausgemeldet. So, hier gibt es ein Schoko-Bananenbrot. So, wir sind jetzt im Café Moma. Die Damen sind mit den Kids in der DM zum Wickeln. Die Herren sitzen am Handy. Das wird ja super interessant hier. Harrison sitzt hier unten. Wie ist die Lage? Ja, heiter ist wohligisch, ne? Meine Frisur. non-existent. Der Köhler sein Bart keinen Armutschnitt gebraucht. Ja, nächste Woche. Nächste Woche. Der Köy, der fliegt nur Andalusia. Der nächste Podcast gibt es dann über Andalusia. Nee, das ist kein Podcast. Trip, doch, ja. Trip nur Marokko. Marokko. Und ja, auf jeden Fall müsste das Haarthema mal endlich angegangen werden. Weil das ist ja nicht mehr feierlich, so wie ich aussehe. Ne? Sieht wunderbar aus, wunderschön. Roy Black. Wie du kennst. Haare geprescht. Was ist mit dir eigentlich? Hm. Die ganze Zeit hält schon die Kamera nur auf uns. Ich hab nichts zu sagen. Gell, Harrison? Ja, Bäbchen. Hm? So, jetzt ist der Curry auch der Kaffeemaschine-Installateur. Nee. Woran liegt Samodai? Prognose. Kühler hat einfach mal kurz drauf gefasst und dann ist. Ich würde du einfach hinfahren und das Ding hinbringen und bezahlen, dieses 2 Gramm. Ja, das wird ungefähr. Oder abholen oder so? 2 Gramm das Ding. Ich würde es abholen oder so. Sag, komm vorbei, nimm das Ding mit, bringe Nani und tschüss. Falsch. Hierher gebracht. Ja, Straße, was machen wir an der Straße? Bei uns hier liegen. Was hast du da jetzt wieder gesichtet? Color Change. Ja, okay. Also wenn es wieder heiß wird, ne? So, Kines.
Ja, schön, wir haben da Enzo hier. Ja, schön, man. Mangiare, mangiare. Aber hey, keine Pizza, weil heute sind wir auf schlanke Linie und so. Ja, Blähbauch und so. Ja. Mal gucken, was es gibt. Eine Salada. Sicher-Salat. Sicher. Und ein schönes Wässerchen. So ein San Pellegrino-Spritz. Mensch, wir kennen noch ein Bruschetta essen. Ah ja, willst du Pizza? Salat? Ja. Willst du Nudeln? Ja. Ah, wir bestellen lieber mal alles. Ja, okay. Merci, la pasta. Komm hier, la. Alles ja. Ja, warte, Schatzi. Pizza. Habe ich zum Dennis da, ey, wir müssen alles mitnehmen. Ich glaube, die Blume steht gefährlich. Hier ist ein bisschen Brot für den Salat. Ja, ein bisschen Brot nehmen. Schon drüben der M 50 Liter. Begrüßung 10 von 10. Enzo-Salat 10 von 10. Tagliatelle Salmone 10 von 10. Pizza Margherita von der Clay A 10 von 10. Also ich sag mal so ein 10er Schnitt, ne? Komplette 10er. Verabschiedung A 10er. 10 Punkte für alles. Wunschlos glücklich. Also 10 Punkte für Griffin. Ja, das ist aber, du brennst ein bisschen. Okay. Also auf jeden Fall Begrüßung, super nett, 10 Points. Dann die Dorade, die war sehr lecker. Und was ich total super fand, die haben sie auch vor dir, Chef, filetiert. Es war echt super. Gell? Und da war auch kaum was drin, für das ist die Dorade auch gut. Die hat große, wie sagt man, Krete. Ja, super filetiert. 10 Points, oder? 10 Points. Olivenöl, 10 Points. Und die Verabschiedung total höflich und freundlich. Man hat sich sehr, wie familiär eigentlich. Ne? Sehr familiär. Das Geld haben sie gern genommen. Gefühl, okay. Ja, also die Dorade war wirklich einmalig. Also ich fand auch das Filetiere kenne ich so nett. Ne? Also ich esse ja öfter Dorade im Restaurant und da kriegt man es nicht filetiert. Kartoffeln, also Rosmarinkartoffeln, Gemüse, alles tipptopp. 10 Punkte für alles. Wir kommen wieder nächste Woche. So, genau, nächste Woche sind wir wieder da. In 2 Wochen sind wir wieder da. Ich hatte die Pasta Rinderstreifen und die waren 10 von 10. Mehr hatte ich dann auch nicht. Doch, ich habe deinen Fischwissen probiert, der war auch lecker, auch mit dem Olio da. Ne? Einwandfrei. Also machen wir auf. Ja, schon echt lecker, genau. Also können wir nur empfehlen, da Enzo in Otterbach. Und vor allem war auch voll, also viel los, war Freitag oben, er hat sich auch gut unterhalten gefühlt, oder? Ja, auf jeden Fall. Ach Gott, verschwinden wir nicht. Es hat nicht lang gedauert. Ja, es war echt zügig. Es war echt, und es war alles schön warm. Ja. Es war zügig, das Essen war sehr warm, perfekt. Also ich finde es auch gut, wenn es Essen warm ist. Ne? Ja, ganz super. Wichtig. Ja, der Salat muss warm sein. Der Salat war kalt, der Salat war super. Aber die Rinderstreifen auf dem Salat waren warm. Ansonsten? 1A Paprika, wir kommen wieder.